Also in meinen Augen. Wenn ihr das anders seht, natürlich gerne eure Meinung dazu, wie ihr Zocken selber empfindet, vielleicht auch. Jetzt, ich muss jeden, ich weiß nicht mehr, wie man atmet. Ich zocke mehr, als ich atme. Dann ist es ein bisschen merkwürdig. Aber sonst. Dich haben Animes mit Untertiteln dazu verholfen, dass du von einer 4 auf eine 1 kommst. Siehst du? Wenn man das wirklich will, dann zieh, also. Jede Aktivität, die du machst in deinem Leben, jeden Schritt, den du machst in deinem Leben, nochmal, ich huldige der Quest Hydra schon seit vielen, 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 vielen Jahren. Und jedes Mal, wenn ich der Quest Hydra eine Aufgabe erledigt habe, und die kennt vielleicht die Quest Hydra nicht, weil ich die schon lange nicht mehr erwähnt habe auf dem Kanal, aber die Quest Hydra ist ein Ding. Ich huldige Awusel und die Quest Hydra ist ein Teil meines alltäglichen Lebens. Und umso mehr ich dieser Quest Hydra huldige, umso mehr weiß ich, jeder Quest, den ich mache, ist wie beim Rollenspiel. Er gibt mir in irgendeiner Form Erfahrung. Ob ich jetzt game oder ob ich jetzt die Wäsche mache oder ob ich irgendwas tue in meinem Leben, ich versuche immer was an Erfahrung rauszuziehen. Punkt. Und genau, man kann in seiner Freizeit kann man machen, was man will. Genau, solange man weiß, dass es seine Freizeit ist und nicht sein gezwungenes Gamerleben, weil man nicht mehr rauskommt aus dem Game. Irgendwas kann man immer mitnehmen, genau. Und so sehe ich das. Also, ich bin ein Sklave der Quest Hydra, aber ich habe auch schon viele Quests erledigt, erfolgreich erledigt und vielleicht auch manche abgebrochen. Aber ich muss immer wieder sagen. Ich muss immer wieder sagen, es hat mich nicht schlechter gemacht. Es hat mich nicht schlechter gemacht. Und ich habe viel dadurch erfahren. Und viel dadurch konnte ich lernen. Auf jeden Fall. Sayu ist müde. Oh oh. Sayu muss ins Bett. Der hat gegähnt. Und wer gähnt, ist müde. Und wer gähnt, kann nachher nicht noch zocken. Der muss ins Bett. Wie mein Humor. Sayu hat gesagt, der Sekt ist trocken wie mein Humor. Ich finde das nicht gut, wenn sie sowas sagt. Komm, ich brüte noch ein paar Hühner aus. Ihr wollt so gerne mehr Hühner sehen. Wollt ihr meine Chicks sehen? Wollt ihr sie sehen? Wollt ihr meine Chicks sehen? Wollt ihr sie sehen? Wie süß seine Stimme im Hintergrund klingt. Sag mir noch mal was. Eindeutig, sie will nichts mehr sagen. Na gut, ich mache noch zwei Chicks, okay? Ich sollte wirklich draußen im Gehege machen für die Hühnchen. Am besten für den Winter. Dann kann ich den Wodka ins Futter muschen, damit ihn schön warm bleibt. Oder anderes Alkohol. Obwohl es nicht stimmt, dass einem warm wird. Die Gefäße verengen sich und dadurch denkt man, einem ist warm. Aber auf der anderen Seite, man ist dann erledigt. Hauptmann Fox, willkommen in der Reihe der Grabwächter. Auf unserer Geflügelfarm kümmert sich Mama um den Laden, um meinen Bruder, um die Hühner. Die ganzen Leute im Chat, die haben noch nie was gespielt. Die haben keine Erfahrung damit, wie es ist zu zocken. Die wollen mir ihre Erfahrungen nicht geben. Vielleicht ist es denen auch das peinlich. Also Luftmangel habe ich gerade schon mal gelesen. Das ist schon mal kein gutes Zeichen. Ich nehme das mal hier oben mit. Wo gehen wir da als nächstes hin? Also, wir kommen ganz gut klar mit den Mädels. Vielleicht sollten wir echt ein Schaf oder eine Kuh kaufen. Wenn er Samstag auf hat, können wir das fast machen, glaube ich. Fast machen, glaube ich. Das ist ein Satz gewesen. Wir können das fast machen, glaube ich. Vielleicht. Eventuell. Maybe.
Sieh an, sieh an. Wie geht's dir, kleine Hanna? Na, wenn das nicht der Herr von der YOLO 2.0 Farm ist? Oh. Na, wenn das nicht der Herr von der YOLO 2.0 Farm ist, brauchst du was? Wir können uns nur ein Schaf leisten. Das hört sich gut an, Schmo. Ja, aber was verbindest du mit Gaming? Das war so ein bisschen die Frage. Entschuldigung, ich wiederhole es nochmal für alle. Was verbindest du mit Gaming? Ist das Entspannung für dich? Ist es Abenteuer? Ist es Lernen? Ich kaufe ein Schaf. Nun, gibst du ihn einen Namen? Ich guck mal. Wir haben eine ganze Menge Tiernamen offensichtlich. Alle von Foxy. Wir haben Do Not. Wir haben eine Kuh namens... Nee. Ein Huhn namens Mr. Miyagi? Nee. Eine Kuh namens Coward. Wir könnten das Schaf Gyros nennen. Ich glaube, das ist voll drin. Ich glaube, Gyros ist voll drin gerade. Aber ich glaube, ich nenne es so wie bei... Ich glaube, ich nenne es so... du hast gesagt, das soll Gyros heißen. Ich hätte es gerne so genannt wie bei... Wie bei Lofia 2. Gyros. Gyros. Nicht nur unser Sohn, auch unser Schaf. Cowzilla. Wenn du Namen angeben willst, dann einfach gerne die Wüstlingbelohnung dafür nutzen. Du hast definitiv genug Wüstlinge, das zu nutzen. Willst du sonst noch was? Nein. Ich könnte die Glocke kaufen. Einfach die Belohnung nutzen. Hm? Danke. Ja, wir kaufen sie mal. Ich muss nochmal schauen, dass ich die Tastatur am Bildschirm auf Deutsch umstelle. Oh Gott. Das ist irgendwie... Entweder unten rechts, wenn du Windows hast. Kannst du unten rechts auf DE klicken oder so. Oder irgendwie da irgendwas umstellen. Sonst hast du die Möglichkeit, Shift zu drücken oder so ein Blödsinn. Ich glaube, irgendjemand im Chat kann dir bestimmt damit helfen, welche Tastenkombination das ist. Glaube ich. Sagt ihr hoffnungsvoll. Yay, wir haben unser erstes Großtier-Grabwächter. Ist das nicht schön? Mehr Arbeit für Sai und die Website übrigens. Nehmen davon, das ist so ein Schaf. Komm runter. Bis da. Ja, das ist ein Schaf, Sayo. Das muss er ausschneiden dann. Hallo. Also ehrlich, Gyros, du siehst aber heute glücklich aus. Am TV geht die Tasten immer nicht. Ah, Mist, okay. Meine guten Wüstlinge, dann nicht. Deine Katze will Aufmerksamkeit und die holt dich an. Und wenn ich dich anjaule, na gut, ich meine, du bist immer hier. Okay. Ich hab nichts gesagt. Ich wollte jetzt irgendwas Freches sagen, aber ich bin ja schon ruhig. Ich trinke noch etwas Beerensaft. Ich rede übrigens viel zu schnell. Ich könnte auch viel langsamer und ruhiger reden. Aber hey. Manchmal ist das halt so. Da hast du einen aufgeregten Tag und viele, viele Themen, die du erzählen möchtest bei Harvest Moon Back to Nature. Obwohl du die ruhigste, männlichste Stimme haben könntest, die man je gesehen hat. Die ruhigste, männlichste Stimme im Moment. Also ich meine die tatsächlich ruhigste und männlichste Stimme, die ihr je gesehen habt. Ich bin Pharao Ostra, der ruhigste und männlichste Streamer, den ihr je gesehen habt für Farmspiele. Ich habe so viele Farmspiele gespielt, dass nun meine Stimme diese sehr tiefe Stimme angenommen hat. Das kommt daher, weil ich die Tasten so tief eindrücke, wenn ich auf meiner Farm spiele und wenn ich Frauen ein kleines Geschenk mache. Dadurch wird nicht nur die Stimme tief, sondern auch das Glied lang. Vorzugsweise meine ich mit Glied meine Daumen, weil
ich spiele mit einem Controller. Und wer schon mal gesehen hat, wie Kinder im Moment, wie lang die Daumen von Kindern geworden sind, der hat wirklich gut aufgepasst. Denn, oh mein Gott, Daumen von Kindern werden immer länger, damit die an jede Taste vom Smartphone kommen. Sowas nennt man Evolution. Vielleicht sollte ich jede Folge Harvest Moon Back to Nature in dieser wunderbaren Stimme sprechen. Ich merke, ihr seid jetzt schon ganz begeistert und wollt nicht, dass ich aufhöre. Vor allen Dingen breitet sich diese Ruhe aus, diese Ruhe. Diese liebliche und wunderschöne Ruhe. Ich werde so lange aufhören, bis ihr sagt, dass ich aufhören soll. Ich werde so lange weitermachen, meinte ich natürlich, bis ihr sagt, dass ich aufhören soll. Vorher werde ich immer weitermachen und weitermachen. Ihr denkt, ich schaffe das nicht, die ganze Folge so zu reden. Ihr habt keine Ahnung, was ich in meinem Leben als Streamer/YouTuber alles schon machen musste, um euch zu begeistern. Stop it. Get some help. Na gut, ich rede wieder normal. Entschuldigung. Kunstbanausen. Kunstbanausen. Dankeschön, das gefällt mir sehr. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen soll. Das hat mir jetzt irgendwie total den Wind aus den Segeln genommen. Und ich dachte, ihr seid auf meiner Seite. Das habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Ich dachte, es bricht ein Sturm von Yatar aus für meine wunderbare Stimme. Aber nein. Dann halt. Jetzt immer die Krankenschwester geheiratet, das ist natürlich auch krass. Also bei Rune Factory habe ich tatsächlich, jetzt bei Rune Factory Frontier, meine Liebste, die ich da habe, ist die Cinnamon. Und wenn ich dann geheiratet habe im LP, ist die Onis. Die dünne Onis, nicht vergessen. Das war etwas, was die Leute wollten. Die hat sich extrem abgerackert für mich. Das Schaf heißt Gyros. Wie kannst du das vergessen? So wie mein Sohn bei Lufia 2, Rise of the Sinistrals. Ja, ja, jetzt kommt der Sturm von Yatar. Jetzt, wo ich aufgehört habe, ist klar. Ist klar. Ist doch klar, dass der jetzt kommt. Babeliboom. 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 Wieder, wieder, boom. Ich geh jetzt gießen. Das ist die Verzögerung. Ja, das ist nur die Verzögerung. Muss dir keine Sorgen machen. Wir lieben dich, Baby. Ich weiß, wie es ist. Ihr könnt mich nicht savagen. Ihr savagt mich nicht. Gib mir Zeugnisse mit, die sich in der Tonne befinden. Rune Factory. Ich hätte gerne lieber eine zweite Staffel Rune Factory Frontier gehabt. Übrigens, ich sag's, wie es ist. Da hätte ich Bock drauf gehabt. Ihr nicht? Doch. Ihr hättet auch Bock auf eine zweite Staffel Rune Factory Frontier gehabt. Da bin ich mir aber sicher, dass ihr das lieber gesehen hättet als das hier. Die gibt sich da viel Mühe, ja? Ja, wie es immer so ist, Strike, falls du das noch nicht mitbekommen hast, Entschuldigung. Ich lasse immer meine Heiratskandidaten bei den Farmspielen voten. Das heißt, auf der Website, ich glaube, die war vorhin schon mal im Chat. Sayo kannst du bestimmt auch nochmal posten. Auf der Website findest du unter Live-Unterhaltung Umfragen
findest du tatsächlich eine Umfrage dazu, wenn wir bei My Time at Portia und auch hier bei Rune Factory Harvest Moon Back to Nature heiraten sollen. Dann lieber den neuen Teil. Der vierte Teil ist nicht neu. Der vierte Teil ist nur auf der Switch dann. Der vierte Teil, den gibt's schon. Mal gucken, wie der denn auch. Oh, wir gucken mal, wie der denn hübsch ist. Weil auf dem. Die Handheld-Teile von Rune Factory. Der erste ist gut. Aber der Rest ist so. Ich mag die nicht. Aber Rune Factory 4 wird auf jeden Fall auf der Switch gespielt, wenn das jetzt rauskommt. Und ich hoffe, wir sind vorher mit Harvest Moon. Ich denke nicht, dass wir vorher mit Harvest Moon fertig sind übrigens. Das können wir knicken. Aber ich hoffe, wir sind vorher mit My Time at Portia fertig. Weil sonst haben wir richtig verloren. Aber dann werde ich Portia auf jeden Fall abbrechen. Auf jeden Fall. Licht mal aufgucken. Oceans ist auch super. Habe ich auch gehört, ja. Kann man auch kaufen im. Gibt es sogar, glaube ich, gratis, wenn du dieses PlayStation Plus hast auf der PS4, habe ich gesehen. Ja, wir müssen Portia dann abbrechen. Also, wir können nicht drei Farmspiele spielen, Grabwächter. Also, ihr müsst alle einsehen, wir können nicht drei oder vier oder zehn Farmspiele gleichzeitig spielen. Das ist unmöglich. Das ist unmöglich. Und ich möchte Rune Factory schon spielen, wenn es rauskommt, ja. Und Portia begeistert mich wirklich immer weniger. Ist auch eine Wahrheit, ja. Ohne das allzu böse zu meinen. Und jetzt meine ich nichts mehr böse, denn... Ich glaube, wir haben es geschafft für heute. Ich habe alles gegossen. Ich sollte vielleicht nur mal gucken, ob es regnet. Daugi, komm, wir gehen rein. Nee, es ist kostenlos, wenn du dieses Abo hast. Ja. Wenn du dieses Abo hast, ist es kostenlos, sonst nicht. Sonst kriegst du das auch gar nicht auf der PlayStation 4. Das ist ein guter Tag, gut. Aber es gibt's, glaube ich, auch nur auf Englisch. Weiß ich gar nicht. Muss ich mal gucken. Aber, wie auch immer, wir haben nämlich gar nicht genug Zeit, alle diese Spiele zu spielen. Deswegen Harvest Moon fertig machen. My Time at Portia hoffentlich vorher fertig machen, bevor Rune Factory 4 kommt, sonst müssen wir in den sauren Apfel beißen und irgendwas muss auf der Strecke bleiben. Und ich glaube nicht, dass es Harvest Moon ist, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube auch nicht, dass ihr das zulasst. Und damit und mit diesen Worten sage ich an dieser Stelle vielen, 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 vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Vielen Dank für den unglaublichen Support, der mich beinahe gebrochen hätte. Meine beinahe Tränchen hinausgerollt sind, wären in die Welt. Sind sie aber nicht, weil ich ein starker männlicher Mann der Männlichkeit bin. Und deswegen danke ich euch, dass ihr dabei wart bei dieser wunderbaren Reise Harvest Moon Back to Nature für dieses Mal. Wenn ihr mich das nächste Mal wieder seht, heißt es hier, wie immer, hier spricht Ustra. Und ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Spiel. Ich hoffe, ich sehe euch, wenn es weitergeht mit Harvest Moon Back to Nature. Und ich hoffe, wir sehen uns gesund, wenn es dann soweit ist. Bis zum nächsten Mal. Ciao.